Mitten am Tag halten wir inne, Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von dem, was wir sehen. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, den wir unsichtbar hinter allem Sichtbaren erhoffen. Möge Gott uns allezeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum evangelischen Mittagsgebet hier aus der evangelischen Lukaskirche in Himberg, eine Predigtstelle der evangelischen Gemeinde in Schwechat. Und bitte schreiben Sie doch gerne in den Live-Chat hinein oder in die Kommentare, von woher Sie heute mit uns mitfeiern. Und schön, dass wir jetzt ein paar Minuten miteinander und mit Gott haben dürfen. Und so feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Großer Gott, wir kommen jetzt hierher an diesen Ort der Stille, diesen Ort des Friedens, weil es dein Ort ist. Aber vielleicht ist rund um uns herum gar nichts still. Vielleicht ist rund um uns und in uns Sehnsucht und Angst und Stress und Eile und schwierige Gedanken und auch Dinge, auf die wir gar nicht stolz sind. Wir legen es alles dir hin. Wir bitten dich um Vergebung und wir bitten dich, öffne unsere Herzen, dass wir auf dein Wort lauschen heute. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 22. Und da spricht Jesus in Nazareth, seiner Heimatstadt. Und nachdem er gesprochen hat, geschieht Folgendes. Wir lesen in der Luther-Übersetzung: Sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Geht Ihnen das auch so? Ja, ich sitze in der Kirche oder ich schaue mir eine Online-Andacht an oder ich lese in der Bibel. Ah ja, genau, die Geschichte, die kenne ich schon, und dann sind meine Gedanken plötzlich schon wieder bei dem Terrassenbauprojekt oder ganz woanders oder beim schwierigen Gespräch von gestern Abend oder bei irgendeinem Film oder so. Die biblische Botschaft geht so schnell unter allem, was uns so beschäftigt. Oft gerade sogar dann, wenn ich über Jesus selbst lese, was ich schon kenne, was mir vertraut scheint, das überhöre ich gern. Das übersehe ich gern. Und von Jesus lesen wir hier, dass die Leute sich über ihn so recht verwundern, aber ihm dann nicht so recht Glauben schenken. Und sie kennen ja Jesus noch als Kind, als Jugendlichen. Und dann haben sie ihn irgendwie abgeschrieben innerlich. Und ich glaube, viele Menschen in Österreich haben so eine Art christliche Grundimmunisierung. Wir haben das ja alles schon einmal gehört, ja vielleicht im Kindergottesdienst, im Religionsunterricht, im Konfi-Unterricht. Wir waren ja schon mal in der Kirche. Wir haben wie eine Immunisierung. Und wir staunen nicht mehr über das Wort Gottes. Wir staunen oft nicht mehr über Jesus. Wir werden immun gegen Jesus und das ist total schade. Denn kein Mensch liebt mich so wie Jesus. Keiner ist auch nur annähernd so stark und so charakterstark wie Jesus. Keiner war je Gott wie Jesus. Keiner bricht Vorurteile so entwaffnend auf wie Jesus. Keiner hat je so konsequent geliebt wie Jesus. Und niemand hat für meine Schuld bezahlt, nur Jesus am Kreuz. Niemand ist von den Toten auferstanden, nur Jesus. Und niemand wird am Ende Recht sprechen, nur Jesus. Und ich lade dich heute ein, die alten Geschichten von Jesus nochmal ganz neu zu bestaunen. Ja, es wäre total schade und fatal, wenn ich und du immun werden gegen Jesus, gegen den, der unsere größte Hoffnung ist. Amen.
so wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, bring uns neu zum Staunen über deine Wunder, deine Taten, deine Worte. Bring uns neu zum Nachdenken und zum Erschauern über die oft ungeheuerlichen Dinge, die du gesagt hast. Beweg du unser Herz ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal. Heiliger Geist, öffne du heute unsere Herzen für dich und für dein Wirken, für das, was Jesus getan hat und was er heute noch tut. Vater, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe in unserem Leben. Und so beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken und Schritte uns heute noch führen, wir wissen, wo unsere Mitte ist, bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet, bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.